Hey Simon Ander, willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's für die, die dranbleiben sind, mit der nächsten Etappe am Kreisverkehr, wo ich die andere beendet habe. Da gibt es viele schöne Sachen zum Anschauen. Es sind viel neu gemacht worden, da wird es ewig Baustellen gehabt haben wahrscheinlich. Und sonst auch interessant für Sport, Wassersport, wie es aussieht. Sind also dabei bei dieser Etappe von dieser Route. In dem Fall geht es gerade los, im Kreisel weiter. Links geht es zum Bahnhof, wie schon erklärt. Abends zu und durch. Und da seht ihr gerade noch einmal. Wow, der Boden hat Löcher, da sind sie noch nicht flicken gegangen. Auch hier erwähne ich es ganz am Anfang nochmal einmal. Wenn nichts ausgeschildert ist, heisst das geradeaus fahren. Da geht es zu einem Kreisel wieder. Kreiseli. Das heisst geradeaus, wenn nichts anders ist. Da war aber angeschrieben, beziehungsweise ausgeschildert. Hervorragend geht das los. Ein sehr schönes Städtli-Tun, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Ich habe zwar nicht viel angeschaut, weil ich weiter will. Aber ist bestimmt ein Ausflugsziel wert. Und der erste Brunnen auch schon. Wir sind schon wieder aus dem Stadtzentrum raus, aus dem stadtnahen Bereich. Du merkst gerade wieder, die Luft wird kühler. Und die Sonne war hinter mir, vor mir nicht. Da sieht es eher wieder nach Regen aus. Hat es noch an sich, es stürmt ein bisschen an den Seen entlang. Schauen wir mal. Wenn ich mein Regenzeug wieder anpacken kann. Es hat schon angefangen zu tropfen, he? Es regnet leicht. Jetzt gehe ich hier rüber, da gibt es Velo-Unterstand. Panorama-Zentrum, ja? Das ist eine Alpen-Panorama-Route. Kann ich hier schnell runter, so kann ich mal nachschauen, wo ich nach meiner nächsten Unterkunft etwas habe. Dann bin ich im Schärmen. So, in etwa könnte es die gleiche Strecke sein wie die offizielle Route. He? Wegen der Distanz und der Kilometer noch. Weil es ja nicht bis auf Freiburg ist. Es sind 34 Kilometer. Eigentlich steht hier nur 2 Stunden 20 Minuten, was ich ja wohl nie schaffe. Starke Steigung. 559 geht es offen und 359 geht raben. Das müssen kurzfristige, starke Steigungen sein. He? Ja, ja, okay. Fahre ich mal weiter. Ich bin mir noch genug weiter weg von meinem Ziel, und ich habe zum Übernachten. He. Und hier seht ihr gerade, da haben die Einkaufsmöglichkeiten. Da gibt es ja auch Lebensmittelgeschäfte und alles Mögliche. Kleider und so weiter, wenn ihr etwas braucht. Es gibt sogar Sportbekleidungsgeschäfte. Ein Haufen. Könnt ihr gerade etwas holen, wenn ihr etwas fürs Velo braucht. Okay, weiter geht's. Jawohl, es hat auch regnen. Es regnet noch nicht so stark. Ein paar Bäume geben bereits schon trockenen Unterstand quasi. Jetzt war noch meine Überlegung. Es ist jetzt dort, wo es nicht wirklich sonderlich spannend und schön ist. Oder fahrst du auf gut Glück und hoffst irgendwo mal etwas zu finden. Wenn es noch stärker regnet, komme ich nicht zum Essen, dann müssen wir fast mein Zelt aufstellen. Weil ich könnte ja nur das Aussenzelt aufstellen, das Innenzelt nicht. Ja, schauen wir mal, ob ich irgendeinen guten Platz finde. Ich bin nochmal zurückgefahren, ja, ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich nicht auf der richtigen Route bin. Irgendwann habe ich eine Abzweigung verpasst. Bis jetzt war sie gut ausgeschildert. Schauen wir einmal, wo ich die Abschilderung, die Abzweigung von dieser Schilder nicht gesehen habe. He? Irgendwo da vorne, in dem Zentrum. In einem Laden. Ich habe sie nicht übersehen, wenn man sie nicht richtig sieht. He? Die ist versteckt von den anderen Tafeln.
Ich muss genauer schauen. Es ist gerade ein bisschen nicht optimaler Winkel, dass man es zu Vieri verdeckt hat. Hat natürlich schauen, was angeschrieben ist. Ja, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Zum Glück nicht weit gesehen. Mein Gefühl hat wieder mal richtig reagiert. Es sieht aus, wie wenn Spülmittel wären am Wasser drin. Irgendwie scheint hier noch Militärgebiet zu sein. Dort so Panzer rum. Ja, da waren Panzer. Ich habe schon vorher Panzer gesehen. Machen irgendeine Übung, so wie es den Eindruck macht. Ja. Ich glaube, da müsste ich dann gerade raus. Ja, jawohl. Piss wieder nicht mehr, ziehen wir das Zeug wieder ab. He? Ei, das ist ja Wetter. Schauen wir einmal einig zurück, he, wo ich jetzt gerade raufgekommen bin. Dort hinten zwischendurch nehmen, wo das Militärgebiet ist. Irgendwo da hinten rum durch und dann rauf. Ein paar Meter weiter, als wo ich euch die Aussicht gezeigt habe, gibt es wieder ein Restaurant, wenn es dann offen hat. Also die Betriebsferien hat auch nicht offen. Dann geht es hier geradeaus weiter an der Hauptstrasse, da haben wir wieder einen Trinkbrunnen und auf der anderen Seite dort gibt es irgendein Velogeschäft noch, wo man kann flicken lassen oder kaufen oder was auch immer. Und dort geht es wieder bergauf, wenn es aussieht. Ja, das Wetter ist heute schon ein bisschen, ich weiss nicht was. Jetzt ist schön gewesen, die Sonne kommt, ihr seht es ist hell. Jetzt fängt es wieder an zu tropfen. Jetzt habe ich alles abgezogen. Ja, ich meine alle Regenkleidung. Aber es tropft wieder, ich hoffe es wird nicht noch stärker. Ich kann jetzt wieder nach Regenkleider anziehen. Oh Mann, das ist das Wetter heute. Jetzt soll ich mal entscheiden, entweder Regen oder Sonne. Es wechselt ja um 30 Minuten ab, das Wetter. Und übrigens, es geht auf einer 80er-Strecke entlang. In Hattingen befinden wir uns hier. Es gestaltet sich schwer mit Essen. Wir sind die ganze Zeit nur an der Hauptstrasse. Da musste ich schnell runter müssen für euch, weil ich euch das zeigen will. Wenn ihr eine Abkühlung braucht, he? Viel Wasser gibt es hier nicht mehr. Da kommt wahrscheinlich nur ab und zu Wasser runter. Hoffentlich nicht jetzt gerade. Ja. Ich stehe hier mitten in einem Bachbett, in einem Flussbett, wo man hier oben über die Brücke drüber fährt mit dem Velo. Jetzt gehe ich wieder rauf, dann geht es weiter. Das ist kurz vor Wattenwil. Links hinten ist Wattenwil. Dort ist die Brücke. Und hier sehe ich mein Mittagsplätzchen. Endlich. Sogar im Schatten, wenn es unterscheiden würde. Darf auch mal sein, die Füße holen. Ach, die Socken abziehen. Und nachher den Müll von den Leuten zusammenlesen, der hier am Feuerstall rumliegt. Und dort in den Köbel, der nebenan liegt, steht. Und was ich normal essen tue, ist ja nicht so wichtig zu zeigen. He? Aber jetzt will ich es mal gezeigt haben. Ein feiner kleiner Zopf mit einer Wurst auf der Alp. Letzte Etappe. Auch der Bergkäse, letzte Etappe. Und das hier von gestern. He? Richtig fein. Gibt es jetzt etwas zum Mittag. Einen guten zusammen, was auch immer ihr gerade macht. He?
Ja, hier zu Wattenwil haben wir auch wieder einen Haufen Einkaufsmöglichkeiten. He? Ich habe gut gespeisen. Ich bin wieder weiter. He? Und ein Kreiseli. Wo muss ich durch? Ah, hoffen. Okay. Wattenwil, 596 Meter. Ja, zum Glück geht es von mir nicht dort rauf. Aber dann frage ich mich, wie steil es ist, wo ich durch muss. Schauen wir mal. Ein Stückchen weiter oben, in die andere Richtung, wo ich hergekommen bin, wo es wahrscheinlich schifft, so wie es aussieht. Und für mich geht es weiter hier rauf. Ja. Schauen wir mal. Ungefähr 693 Meter, wo wir sind. Hinterdurch alles trieb noch immer. Es zieht tatsächlich von rechts nach links. Bei mir wird es immer schöner, aber die Steigung geht weiter. Hoi! Sali, Sali! Hoi, oh, du hast ein schönes Fähli. Du siehst denn schön aus. Ja, du bist eine ganz schöne, du. Ich würde jetzt mal sagen, wer von euch krass drauf ist, dann nimmt die Abkürzung, wie es aussieht. Ich würde jetzt mal fast vermuten, ist das die 30% Steigung, die ich auch unten gesehen habe. Deutlich kürzer, würde ich behaupten. Die Frage ist noch, wie lange wir brauchen, bis wir da oben sind. Und es geht nicht richtig Staffelalp hier, sondern Grunigel, aber das seht ihr ja alles, wenn ihr die Depp anschaut. Wie auch immer. Mal schauen, wenn es wieder rauf geht. Wahrscheinlich um die nächste Ecke. nicht weiter hinten, wo wir gesehen sind, wo Alpenblick heisst. He. Bis dahin gibt es wieder einmal einen Brunnen mit Wasser, falls das Wasser läuft. He. Wunderbar. Und weiter geht's. Da hinten. Es wird zunehmend frischer, fast schon kalt. Vorne sieht es wieder trieb aus. Wenn da vorne wieder schlechtes Wetter wäre, friert mich schon fast, muss ich fast sagen. Es frieren nicht, aber es ist einfach deutlich kühl. Ja, meine Haut ist ja schon ganz kalt. Ich glaube, jetzt muss ich doch noch die Jacke anlegen. Irgendwo soll starke Steigung kommen. Bis jetzt geht es nur bergab. Irgendwo geht es sicher wieder rauf. Sieht aus, wenn wir wieder auf der Hauptstrasse gelandet sind. Sieht aus, wie wenn es neu ist, aber offenbar hat man noch auf der Gegenseite einen Velostreifen gemacht. Jawohl, Regenkleidung schön da montiert. Es wird einfach kalt werden und regnet jetzt. Seeligraben heisst das Gewässer da unten drunter. Wenn der Neins fließt, ich höre so nicht. Fließt da was? Ich sehe nicht um eine Ecke. Jetzt ist es immer stärker, wie der Abend kommt. Rechts. Ich muss Kapuzen offen machen. Ach du Scheiße, hat mich gut. Ja, das ist Wetter heute. Aber lieber so als heiß. Friert man wenigstens nicht. Was habe ich jetzt gesagt? Scheiße, nein. Dann schwitzt man wenigstens nicht, meine ich. Es sind echt viele Bäume noch. Viel Tannenwald hat es noch. Tannenwälder. Also sagen wir mal Nadelbäume. Genau, was das für Tannen sind, die Notenbäume sind. Jens, die Brückelis. Ganz ein Haufen Brücken.
Schwarzwasser fließt da unten durch, heisst das Gewässer. Aha. Und die Brücken sind so eng, da musst du in der Mitte fahren. Sonst überholen die sicher die noch. So knapp ist es. Also das heisst, ihr wisst, he, haben die Brücken einen Haufen, wo man eigentlich drunter stehen kann, wenn man nicht mehr weiterfahren will. So wie das heute tut, können sie wieder mal plötzlich aufhören. Ja, ein bisschen weiter unten hat es. Warte einen Moment, es tut gerade ziemlich oben runter, seichen. Ah, genug Zeit. Vielleicht gehe ich da noch etwas trinken. Ah, da ist gerade eine Wandertafel. Warte, ich sage euch gerade, wo ich bin. Rüscheckgraben. Bin ich da. Soll ich euch mal zeigen, wie stark das regnet? Da kommt Wasser aus einem Dachhändel raus. So, jetzt ein bisschen hochgelaufen, jetzt donnert es nur noch. Gehen wir wieder weiter. Etwas gegessen, schnell wieder etwas Kleines getrunken. Wunderbar. Jetzt geht es gerade noch mal irgendjemand 100 Meter rauf. Oje, oje. Eigentlich denke ich, ich könnte noch ein bisschen warten. Wenn es noch strenger wird mit Regnen, stecke ich da mit drin. Jetzt geht es auf 138 Meter rauf. Da vorne irgendwo, ja genau, rechts da vorne. Wird schon wieder ein bisschen stärker. Da unten bin ich vorher gesehen. Eichen geht gut. Eine gute Abwehr. Trotzdem nicht so stark voll, aber unter einer Eiche, du wirst bald zu einer Leiche. He? Soll ich weiter? Ich gehe weiter. He? Okay, gehen wir weiter. Oh, gerade einen schnellen Blick in die Landschaft. Ich habe schnell gewartet, bis der Traktor durch ist. Jetzt will ich den runter muss. Und weil ich da offen muss, wo nachkommen muss. Hier befinde ich mich auf Lettern. 830 Meter, wie ich vorher schon erwähnt habe. Hier oben hat es gerade ein bisschen gewindet. Trotz es fast flach ist und nur leicht hoch geht, hat es ziemlich bremst. Was genial aussieht, ist, der Nebel, der mir teilweise knapp über dem Boden ist, weil der Boden so warm ist. Aber das sieht man kaum mit der Kamera. Nächste Ortschaft, wo ich durchfahren werde. Ich befinde mich jetzt auf schönen Tannen gemäß Wandertafeln. Wenn wir dann in Schönenburg sind und von da hinten gekommen sind, he, jetzt hier wieder ein Brunnen in der Nähe von einem Gasthof. Wo es dann nachher hier hin, hier, wo man rechts um eine Ecke runter geht. Korrigiere, Schwarzenburg heisst die Ortschaft und da unten ist dann auch gerade der Bahnhof. Aha, die hat heiss, he? Ja, da findet ihr auch wieder jenste Sachen. He. Ein Haufen Gastwirtschaften, Trinkbrunnen, Läden zum Einkaufen, alles Mögliche. Gut, leider wieder alles in der Hauptstrasse entlang. Da gibt es offenbar auf dieser Etappe nicht wirklich viele Strassen, die nicht direkt an der Hauptstrasse entlang führen für die Velo. He. Nicht so tragisch, aber schöner wäre es, halt, wenn es nicht so ist. Bei denen ist eine Tafel Heitenried, das ist mein nächster Ort, wo ich übernachte. Freiburg ist es noch 18 Kilometer, dort wäre die Etappe fertig. Würde ich auch locker arbeiten. Aber dort ist dann wieder das Problem Unterkunft. Freiburg steht näher in der Stadt. Das Zeug sind wir teuer oder eben ausgebucht oder eben alles geschlossen. Ja, wie immer. Deswegen habe ich etwas gesucht, das vorher ist. Und das ist wunderbar. Weiter geht's. So, jetzt. Also, bin nicht viel weiter. He.
Da geht es jetzt einen Abend. Das scheint irgendwie so der Übergang ins Freiburgische zu sein. Kanton Bern und Kanton Freiburg. Und da geht es jetzt noch ein Loch ab und dann einen ziemlich wieder das Loch auf. Weit ist es nicht mehr, aber. Und jetzt frage ich mich gerade, ob das Absicht ist, dass man keine Angst beim Fahren bekommt, weil die Gabeln sind irgendwie total verstellt. Es ist eine Kurve da unten, wenn das Loch abgeht noch. Und gleichzeitig ist das ein 11%iges Gefälle hier oben. Also, keine Ahnung, ich habe probiert rumzurissen, aber die ist so fest. Das würde wahrscheinlich Absicht sein, ich weiß es nicht. Es ist gerade ein Weg gekauft, habe ich schnell nachgefragt, dass ich Bescheid wüsste. Nein, das ist keine Absicht. Da muss einer nicht reingefahren sein wahrscheinlich, oder losbuben, was sie verstellt haben. Keine Ahnung. Ja, das sagt er jetzt, weil ich falsch gefahren bin, weil ich halt schnell da oben bin. Dann ist gerade der Werkhof gesehen, ein paar Meter weiter vorne. Im Straßenverlauf von 4 noch 3 Kilometer folgen. Jetzt gehört er, es geht nicht mit, zeitlich. Auch kein Problem, kilometermäßig auch nicht. Aber eben, wenn es 11% runter geht und dann wieder 11% hoch geht, ja dann, Halleluja. Bringt mir nichts, wenn ich hier weiter Schwung habe. Da hört gleich auf. Da ist eine Brücke. Ja, toll, jetzt sieht man bei dieser Brücke nicht. Jetzt gehen wir schnell auf die andere Seite. Das ist aber nicht der offizielle Weg. He? Also, dann zeige ich euch das halt von der Seite, wo ich jetzt runtergekommen bin. He? Das ist nicht mein Velo, das dort liegt. Da sind noch zwei andere Bike gekommen, aber dort auf mir. Dann sieht man hier die schöne Brücke. Ja, mehr oder weniger schön. Schade ist nur, ich weiss nicht, warum sie dort Holz zugemacht haben. Auf der anderen Seite sieht man nicht runter. He? Und dann ist hier unten das Wasser, das durchfließt. Auch etwas, he, zum Abkühlen. Auf der anderen Seite kann man runter, ist aber jetzt ein bisschen gefährlich, sonst wäre ich runter, weil es rutschig ist, he, weil es nass ist und matschig. Ja. Und jetzt? Jetzt geht es auf der anderen Seite wieder rauf. Wahrscheinlich genauso steil in etwa. He. Das heisst, hier unten befinde ich mich auf Sodbachbrücke. Da muss ich gerade einen Traktor, der muss runterfahren muss, um Ich muss das Auto durchkommen. Der hat ziemlich Stroh geladen. Halleluja. Hallo. Ich wollte schnell schauen auf die Wandertafel hier. Das heisst, jetzt bin ich im Kanton Freiburg. Anscheinend fährt auf dieser Route die Jakobsweg durch, weil sie von der Unterkunft hat so etwas gesagt, dass sie so ein Herberg für die Leute sind, die am vom Jakobsweg gekommen sind, ihr schlafen. Und der geht hier rauf, der Jakobsweg. Da hat es hier auch noch mal einen Trinkbrunnen. Die, die das so nicht trauen trinken. Obwohl das wahrscheinlich gut gefiltert wird. He. Die sollen einen Trinkfilter mitnehmen, Wasserfilter. He. Das ist dort unten die Brücke. Einfach, dass ihr Bescheid wisst. Da gibt es auch wieder einen Trinkbrunnen. Mit Quellwasser wahrscheinlich. He. Ich habe da etwas gehört, habe ich angehalten, bin schauen und bin fragen. Und jetzt zeige ich euch, was ich hier drinnen gesehen habe. Ja. Ein bisschen später als geplant geht es weiter.
hinter mir. Den habe ich übernachtet. Super toll zu empfehlen. Unten innen schreibe ich an, wo das gesehen ist. Auf Google Maps findet ihr eine Rezension dann von mir. Ich bin top zufrieden gewesen. Mehr bekommen, als ich erwartet habe. Jetzt muss ich hier direkt bei diesem Gebäude hinten runter. Es geht da durch, da vorne ist Tafel, Freiburg, 15 Kilometer. Angehalten, he? Um euch das zu zeigen, nicht während dem Fahren. Abenteuerlicher Weg ist das. Voll genial sieht das aus. Wow. Abenteuerlich und interessante Abfahrt. Sind wir bei einer Wandtafel vorbei. Weissenbach. Hier jetzt ein Sitzbänkli. Auf einer Seite ein Schatten, he? Je nachdem wie die Sonne ist. Wunderschön, das gefällt mir da jetzt gerade. Wandertafel Ameismühle. Nur hat leider nirgends irgendwo ein Bänkli oder etwas, wo man ansitzen könnte. Ich würde jetzt nämlich hier gerade mein Morgenessen zu 9 essen. Hey, ich esse das immer später. Ja. Yeah. Und so wie es aussieht, geht es dann hier hin. Geht wieder der Wald auf. He. Oh, ich habe einen Platz gesehen. Bei denen hat es Steinplatten, da kann ich direkt aufs Wasser runterschauen. Cool! Ein Stück weiter oben, noch nicht ganz wie es aussieht, bei einer Wandertafel namens Tassberg oder Tassberg mit einem S geschrieben. Da ist eine Bushaltestelle auch noch, die genau gleich heisst. Und von dort hinten unten bin ich jetzt gerade raufgekommen. Da ist es auch ausgeschildert, dass ihr hier runter müsst. Aber auf der anderen Seite ist nicht ausgeschildert, dass ihr hier rauf müsst. Also gut. Die Höhenangabe ist durchgegangen. Jetzt wisst ihr, wie die Steigung war von dort unten, wo ich Pause gemacht habe, an diesem schönen Plätzchen. So, wie es aussieht, sind wir jetzt mehr oder weniger auf einer Ebene angekommen. Hier hat es einen Brunnen, der mega lang ist. Mal schauen, dort vorne sind Tafeln irgendwo. Ich muss hier rechts durch, glaube ich, oder so.
So, der Liebe, wenn wir in Fribourg reingekommen sind, haben wir zwei Möglichkeiten gemäss App. Ausgeschildert ist aber vor Ort nur eins. Ich weiss jetzt, dass ich nachgeschaut habe. Da habe ich mir jetzt sicher gesehen, ob ich hier oben durch das Gässchen durch muss. Die Fußgängerzone, wo aber Velofahren erlaubt ist, oder auf Französisch angeschrieben. Ja, ich gehe noch die Kinder durch, da gibt es mehr zu sehen. Wir haben ja unten schon gesehen, ein paar schöne Sachen. Da gibt es wirklich viele Sehenswürdigkeiten, viele Sachen zum Anschauen. Und im Moment ist auch noch gerade irgendein Markt. He. Da gibt es auch noch Haufen zu sehen. Natürlich dann, wenn er ist und nicht dann, wenn er immer ist, wenn ihr kommt wahrscheinlich. He. Ja, wunderbar. Jetzt geht es noch bis zum Bahnhof und dann ist die Etappe fertig. Mal schauen, ob ich noch etwas zwischendrin zeige oder eben nicht. He. Okay, wir sind am Bahnhof, das ist ganz einfach zu finden. Weiter unten kommen wir nicht mehr raus, dann müsst ihr halt noch mal schauen. Die Velotafeln ist ganz auf der anderen Seite und es hat eine Einbahntafel, aber eben die Velo dürfen dort geradeaus. Es war gut ausgeschildert, bis auf einen Punkt jetzt auf dieser Etappe. Sonst alles perfekt. Hier hinten sehen wir den Bahnhof. Etappe beendet. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ich fahre jetzt direkt weiter Richtung Montpavone, wenn man das ausspricht. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.